Guten Morgen, liebe Trader. Morning Espresso, Freitag, 10. März. IB Days waren hervorragend. Vielen herzlichen Dank nochmal an den Olli für die super Zeit gestern, als auch an den Michael Vogt für das Organisieren dieser gesamten Plattform. Mich sehr gefreut, andere Trader kennenzulernen, als auch Menschen, die Trader werden wollen. Hervorragend. Okay, let's get started. Zuerst schauen wir auf unseren letzten Trade, wenn der Computer mitspielen würde. Hallo? Aha, danke. Mittwoch war unser letzter Trade, Aussie Dollar Yen Short, und er war ein Gewinner. Für diejenigen, die neu sind bei Morning Espresso, was ich also mache, ich zeichne den erwarteten Trade vorher ein. Was ich nicht sage, sind genau die Stop-Losses, die Technik, wie ich reingehe. Dennoch, ich versuche natürlich, mein Seminar zu füllen und in einem einjährigen Programm Menschen das sinnvolle, vor allen Dingen korrekte und nachhaltige, profitable Trading oder aktives Investieren beizubringen. Also, ich zeige nur, jeden Morgen lasse ich die Hosen runter. Das und das erwarte ich. Ich selber nehme diese Trades. Und ich zeichne sie vorher ein, so dass ihr immer hinterher dann so einen Chart seht. Und dann seht ihr, okay, alles klar, der Jay hat Ahnung oder Jay hat keine Ahnung. Die Märkte gestern und über Nacht. Also gestern sehr wichtig EZB. Und da ist es so, dass die Profis auf die Wortwahl, die Nuancen hören. Und hier ist es so, dass Draghi gesagt hat, es ist weniger Dringlichkeit im Markt vorhanden. Das globale Wirtschaftswachstum wird von der EZB positiver gesehen und somit haben sie tatsächlich eine Reihe von Worten rausgestrichen aus ihrem Announcement, aus ihrer Veröffentlichung. Und zwar using all available instruments. Das war bei der letzten Pressekonferenz noch ganz anders. Da war die Dringlichkeit sehr, sehr hoch und da wurden diese Worte reingenommen. Wenn die jetzt rausgenommen werden und Draghi allgemein sagt, okay, globales Wirtschaftswachstum ein bisschen besser, europäisches Wirtschaftswachstum ein bisschen besser, Koinflationsrate zwar noch nicht hoch genug, aber wir arbeiten dran, dann hatte das zur Folge, dass der Euro Stärke gesehen hat, vor allen Dingen gegen Pfund, kanadischer Dollar und Schweiz. Es wurde sogar von dem Council überlegt, ob sie Lower Levels in Referenz zum Zinssatz herausnehmen. Ebenfalls interessant, es wurde kein weiteres TLTRO-Programm erwähnt. Freitags bilde ich immer ein bisschen aus. Heute erzähle ich mal, was TLTRO ist, weil der normale Bürger kennt das nämlich gar nicht. Inflation und Wirtschaftswachstum wurden von der EZB in ihrer Vorhersage angehoben. Also für 2017 Bruttosozialprodukt auf 1,8 für die EU und das Consumer Price Inflation auf 1,7 von 1,3. Für das Jahr 2017 auch leicht höher, 2018 wurde 18 leicht höher, für 19 gleichbleibend. Ist natürlich auch extremst schwierig, solche Vorhersagen zu treffen. Extremst schwierig. Aber die Märkte reagieren darauf sensibel. Höhere Zinsen, höhere Inflation, ist immer die Kette höhere Inflation, zwingt eine Notenbank zur Reaktion. Kurze Zinsen würden erhöht werden, so ist zumindest die Theorie, bedeutet höhere Zinsen, höhere Währung, daher Euro Stärke. TLTRO steht für Targeted Long-Term Finance Operations. Was ist das? Die Kreditvergabe an Banken, und zwar von der EZB. Die EZB gibt Gelder an Banken, damit diese mehr Kredite an einzelne Menschen als auch Unternehmen rausgeben. Diese erste Serie startete im Jahr 2014 und nannte sich TLTRO. Das kann der Perfektionist Jay natürlich nicht ertragen, dass es da falsch drin steht. So. Startete 2014. Es funktioniert so, dass das Kreditvolumen von einer Bank, wie viele Kredite die halt rausjagen, das ist X, und dann kann diese Bank zur EZB gehen und sagen, ich möchte mir gerne bis zu 30% meines ausstehenden Kreditvolumens bei euch nochmal leihen, um weitere Kredite zu vergeben. Und zwar zu extremst günstigen Kosten. Es gibt vier Programme waren geplant in dieser Serie. Jetzt haben wir gerade TLTRO 2, die in den nächsten 12 Monaten implementiert wird. Start ist 29. Juni 2016. Was hier interessant ist, ist, dass eine Bank normalerweise einen solchen Kredit an die EZB innerhalb von einer Woche bis maximal 3 Monaten zurückzahlt. Da kannst du natürlich schlecht Häuslerbauerkredite raushalten, wenn du es in einer Woche bis zu 3 Monaten zurückzahlst. Also ist es unter diesem TLTRO-Programm so, dass die Bank
diese Kredite bei der EZB 4 Jahre lang nehmen kann und erst nach 4 Jahren maximal zurückzahlen muss. Und jetzt kommt der Hammer an der Sache. Okay, sitzt ihr alle? Kaffee oder Espresso? Gut. Die Kosten für die Bank sind sowieso schon extremst gering und billig. Aber in diesem TLTRO werden sie noch billiger, je mehr die Bank quasi sich von der EZB leiht. Und nochmal, sie können sich bis zu 30% ihres ausstehenden Kreditvolumens leihen. Und normalerweise zahlt eine Bank den normalen EZB-Satz für einen solchen Kredit. Der ist im Moment 0,25%. Aber unter TLTRO, mein Gott, schon wieder ein Fehler. Moment. Also, unter TLTRO bekommt die Bank sogar Geld fürs Leihen. Also, nämlich, sie müssen Zinsen zahlen von 0,4%. Das ist der Einlagenzins bei der EZB für Banken. Das heißt, wenn ich eine Bank bin, gehe ich zur EZB, sage, ich habe ein Kreditvolumen, ausstehende Kredite an Kunden und Firmen von 1 Milliarde und ich möchte mir jetzt gerne nochmal bis zu 30%, 300 Millionen leihen und dann kriegst du auf 300 Millionen über die 4 Jahre minus 0,4% gezahlt. Heißt also in dem Fall, die Bank bekommt pro Jahr 1,2 Millionen von der EZB geschenkt, dafür, dass sie sich 300 Millionen leihen und diese Kohle dann an dich, wenn du Mittelständler bist, für teures Geld weiterverleiht. Okay, ich sage das nochmal, weil das genial ist für die Bank. Ich bin eine Bank, ich habe 1 Milliarde ausstehen an Krediten, an meine Kunden. Jetzt gehe ich zur EZB und sage, ich habe 1 Milliarde Kredite. Was kann ich mir maximal bei euch leihen? Und dann sagt die Zentralbank, oh, 300 Millionen, 30% von deinem ausstehenden Kreditvolumen. Klasse, sage ich, her mit den 300 Millionen, ich verleihe sie mal eben an deutsche Mittelständler, Häuslebauer, Konsumentenkredite, Firmenkredite, mir völlig egal. Dann sagt die EZB, super, herzlichen Dank, J. Medrow Bank, dafür, dass du dir 300 Millionen bei uns leihst und die weiterverleihst für teures Geld, zahlen wir dir pro Jahr 1,2 Millionen Euro. Danke. Auf Englisch heißt es Your Tax Money at Work. Auf Deutsch heißt es Deine Steuergelder auf der Arbeit. An der Arbeit, in der Arbeit. Deine Steuergelder eingesetzt zugunsten des Wohles aller. Whatever. Okay, ich bin hochgradig sarkastisch. Weiter geht's. DXY ist seitwärts, denn wir warten auf NFP. DXY, das ist der Dollarindex, auch wieder für diejenigen, die jetzt mal neu dabei sind. Und da sehen wir, wir haben die 102 mehrfach abgewiesen, wir kommen ein bisschen runter insgesamt, aber in einem Aufwärtstrend müssen wir halt schauen. Problem ist, Gott und die Welt ist schon long den US-Dollar. Seit Mittwoch preist der Markt eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit ein, dass nächste Woche die Zinsen in den USA erhöht werden. Wenn schon alle long sind, wer soll dann noch kaufen? Was nicht bedeutet, dass du jetzt blind den Dollar shortest. Bedeutet einfach nur, dass du dir diese Gedanken in deinen Prozess mit einbeziehst. Öl, leichte Erholung nach den 7% Verlust in den letzten 2 Tagen. Ich weiß nicht, wie oft ich darüber gequatscht habe, dass fundamental Öl in Schwierigkeiten stecken kann. Warum? Weil wir eine künstliche Verknappung haben der OPEC und einigen Nicht-OPEC-Ländern, aber die amerikanische Fracking-Industrie so effizient geworden ist, dass sie auch bei diesem Preisniveau zusätzliches Angebot auf den Markt wirft. Und das hat zur Folge, dass die Lagerbestände angestiegen sind, extrem stark diese Woche, 8,5 Millionen, auf Lager, auf Halde liegendes Öl. Und das hat zu diesem 7% Abverkauf geführt. Die 55 ist abgewiesen worden. Das ist ein Tageschart, das sind die letzten 2 Tage. Wir konsolidieren gerade. Dass wir die 51 gerissen haben, ist signifikant. Okay? Weiter im Text. Yen, Schwäche hilft Nikkei 225 auf plus 1,5%. Und hier sind Marken wichtig. Dollar-Yen über 1,15. Da gestern auf den IB Days drüber gesprochen. Wir hatten bei 1,1450 Anfang japanische Exporteure, die Interesse daran haben, auf der Briefseite im Orderbuch zu liegen. Der Markt frisst sich jetzt fundamental bedingt durch diese Orders durch und wir können steigen. Wilder Chart, bitte stört euch nicht an anderen Linien. Mir geht es hier einfach nur darum, 1,15 haben wir gebrochen. Und wenn wir uns den 4-Stunden-Chart ansehen, dann sehen wir es ein bisschen besser. Ja, hier war die 1,15, da sind wir sauber durch. Und wir sind jetzt bei 1,1550. Ist das nächste Problem hier, ist 1,15617. Aber insgesamt wollen wir eher Dollar-Yen-Long gehen aufgrund des Risikoszenarios, aber nicht heute. Freitags traden wir nicht.
So, Pfund-Yen über 1,40, Euro-Yen über 1,22, alles wichtige Marken. Pfund, Artikel 50, Premierminister May sagt, ich will den weiterhin ziehen, das setzt das Pfund weiter unter Druck. Auch hier wichtige Marken, Pfund gegen Dollar, das sind Stops bei über 1,2215 bis 1,2220 und Euro-Pfund heute 87,20 bis 87,40. Gucken wir uns aber gleich noch andere Charts an. Kanadischer Dollar, heute Arbeitslosenzahlen, leicht schlechter erwartet, aber letzte Woche gute Quartalszahlen für das Bruttosozialprodukt. Und wir sehen den Dollar heute Non-Farm Payroll. Aufgrund der sehr guten ADP-Zahlen, die gestern kamen, wird erwartet, dass die Non-Farm Payroll-Zahlen heute ebenfalls gut kommen. Wir gucken uns das direkt zusammen an. Gucken wir uns doch, oder? Was ist denn hier los? So. Forex Factory. Non-Farm Payrolls mit 200.000 erwartet. Das wurde jetzt nochmal über Nacht erhöht. Aufgrund von einem sehr starken ADP. Ich zeige euch, wo der ADP ist, wenn das hier funktioniert. Video wird zu lang, ich muss mich beeilen. So, Mittwoch war nämlich ADP, 184.000 erwartet, 298.000 gekommen. Das war mega, mega war das. Hier ist erwartet, hier ist gekommen. Deshalb wird für heute, wie gesagt, auch eine sehr gute Non-Farm-Payroll-Zahl erwartet. Wenn die allerdings enttäuschen sollte, dann hätten wir Dollar-Schwäche zur Folge. Auch hier schauen wir uns das an. Letztes Mal sehr gut, viel stärker gekommen als erwartet. Und jetzt erwarten wir 200.000 heute. Wichtig ist, sehr, sehr wichtig ist diese Zahl. Average Hourly Earnings, durchschnittliche Stundenlöhne. Die ist jetzt schon höher erwartet mit 0,3. Die ist nämlich deshalb wichtig, weil das Inflationsdruck auf die Löhne ausdrückt. Und das brauchen wir Währungshändler. Höhere Inflation, ich sagte es im Zusammenhang mit der EZB und dem Euro schon, bedeutet höhere Zinsen, bedeutet die Erwartungshaltung allein reicht, dass der Euro steigt. Dasselbe sehen wir hier beim US-Dollar heute. Wenn wir uns insgesamt die Märkte ansehen, und das habe ich programmieren lassen, auch wieder für die, die neu sind, das zeigt uns innerhalb vom letzten Monat, innerhalb der letzten 5 Tage, innerhalb der letzten 8 Stunden und innerhalb der letzten 1 Stunde an, wo das große Geld der Erde, der globalen Kapitalströme in den 8 größten Währungen der Erde gerade rein und raus fließt. Und da sehen wir, dass in den letzten 5 Tagen der Neuseeland-Dollar schwach war und schwächer gegangen ist. Und heute ist Freitag und da sehen wir, kommt er tatsächlich ein bisschen zurück. Neuseeland-Dollar, ja, das ist völlig normal, Gewinnmitnahmen. Aber der Euro sieht Stärke die ganze Woche. Das liegt einerseits an der Positionierung. Da waren alle short, vor allen Dingen die Hedgefonds. EZB ist hawkischer. Das bedeutet, eher haben sie geredet, dass die Zinsen steigen als nächster Schritt eines Tages in der Zukunft. Die EZB bezogen bedeutet es einfach, wir hören auf, weiterhin Geld zu drucken über quantitatives Easing. So, das bedeutet also Euro-Stärke. Euro gegen Neuseeland war, wie gesagt, der Trade der Woche und jetzt erwarten wir da heute, können wir erwarten unter Umständen Gewinnmitnahmen. So, zurück im Text. Genau das sagte ich schon, die durchschnittlichen Stundenlöhne sind sehr, sehr wichtig. Je höher diese Zahl kommt, umso besser für den US-Dollar. Neuseeland-Dollar Underperformer der Woche, das liegt halt hauptsächlich auch an den verfallenden Milchpreisen. Das zeige ich euch hier. Also das ist zum Beispiel so ein fundamentaler Artikel. Das ist einfach super, wenn du das siehst. Global Dairy Prices Dip, Worry New Zealand Farmers. So, da schmieren denen die Milchpreise ab, global. Warum? Ähnlich wie bei Öl, Überangebot. Ist immer dasselbe. Jeder Markt ist eine Auktion. Und hier siehst du Orange, Neuseeland-Dollar und wie hoch die Korrelation ist zu dem Milchpulver-Future. Ja? Der fällt, Neuseeland-Dollar fällt. Und so ist das mit allen Dingen. Du musst einfach nur wissen, was sind die hauptsächlichen Einflussfaktoren auf die jeweilige Volkswirtschaft. Zum Beispiel ist das beim kanadischen Dollar Öl. Ja? Wenn der Ölpreis fällt, dann kann auch der kanadische Dollar fallen. Ich möchte hier das kurz zeigen. Öl fällt. Und was haben wir gesehen? Öl ist stark gefallen in den letzten 2 Tagen. Und was hat der kanadische Dollar gemacht? Ist runtergekommen. Siehst du hier aber nicht so stark, als wenn wir jetzt uns den Chart US-Dollar, kanadischer Dollar ansehen.
Das machen wir gemeinsam. US-Dollar, kanadischer Dollar, ist Kanada schwach, US-Dollar stark, ist also US, wenn Öl abfällt, kanadischer Dollar abfällt, dann steigt US-Dollar, kanadischer Dollar. Und meine Erwartungshaltung hier, das war Mittwoch, war, dass wir runterkommen und dann bis zu diesem Target laufen. Und was hat der Markt gemacht? Die fundamentalen Treiber sind so stark, dass es direkt gemacht hat. Ja, ist sofort hier hochgelaufen. Ist aber nicht schlimm, weil wir waren am Mittwoch in einem anderen Trade, der ein Gewinner war. Achso, ich wollte ja weitere Dinge noch kurz zeigen. Hier sind die 10 Jahre US-Dollar gegen US-Dollar-Yen. Und du siehst in dieser blauen Linie, das ist der Zinssatz für die 10 Jahre in Amerika. So, und der ist im Moment bei über 2,60. Das sind Höchststände. Interessanterweise ist der Dollar-Yen aber nicht auf Höchstständen. Das heißt, hier stimmt irgendwas nicht. Nein, das heißt einfach, entweder der Dollar-Yen zieht jetzt nochmal nach, wenn die Zinsen weiter steigen, oder aber die Zinsen kommen nochmal runter. Das ist einfach eine hohe Korrelation und die Währungsmärkte hängen an den Zinsmärkten. Also das spricht für steigenden Dollar-Yen. Jetzt schauen wir uns den Dollar-Yen-Chart zusammen an. Der für, und das sehen wir hier, ja, die Zinsen steigen, das heißt der Dollar-Yen steigt ebenso. Und wo könnten wir uns denn hinbewegen? Also, es ist Freitag, 115,50 könnte erstmal als Widerstand gelten. Aber auch hier seht ihr, haben wir Luft auf Monatsbasis bis 117,50. Da ist wenig Hindernis. Hier ist nochmal ein Hindernis bei diesem Niveau 116, die Figur. Wenn wir das reißen, haben wir Luft nach oben. Wenn, müssen aber bedenken, wenn der Dollar abverkauft aufgrund von der Zinserhöhung, die nächste Woche mit höchster Wahrscheinlichkeit kommt, dann geht es erstmal in die andere Richtung. Und dann haben diese ehemaligen Widerstände hier gehalten. 115,50, vielleicht sogar 116. Dazu schauen wir uns noch den Optionsmarkt an nächste Woche, um zu sehen, wo wichtige Optionen auslaufen. So, und Aussie-Dollar, wollte ich auch zeigen, Aussie-Dollar hängt nämlich ebenfalls, das ist der australische Dollar gegen den US-Dollar. Und auch hier sehen wir eine hohe Korrelation zum Zinssatz der australischen Staatsanleihen. Und während der Aussie-Dollar hier gestiegen ist, sind die Zinsen aber nicht gestiegen. Jetzt sind die Zinsen gefallen und wir sehen eben, dass der australische Dollar ebenfalls fällt. Ja, die Zinsen fallen, weil da eine Risikoaversion reinkommt und dann geht das Geld in Australien in Staatsanleihen. Okay. Tradeplan für heute ist Non-Farm Payroll und Freitag, daher kein Trade. Wenn ein normaler Tag wäre, dann würde ich heute aufgrund der EZB gestern weiterhin darauf setzen, dass Euro weiterhin Stärke sieht, also Long Euro. Und da wir ein Risk-On-Umfeld haben, fließt Geld aus dem sicheren Hafen Yen raus, also ein schwacher Yen. Risk-On heißt Yen-Schwäche. Was wäre das Risiko in diesem Trade? Dass das Sentiment dreht, etwas Negatives in den Markt kommt und dann würde der Yen steigen und dann würde dieser Trade nicht funktionieren. Ja? Schauen wir uns dennoch an. Also, das ist der 1-Stunden-Chart Euro-Yen und das ist, was ich immer eine Einbahnstraße nenne. Und hier sehen wir das Volumenprofil, nicht das Volumenprofil, das Market-Profil, das ist auch das, was der Olli ja ausbildet. Ja? Das ist die Value Area, der Upper Edge und das ist die Value Area, der Lower Edge und ich gehe noch einen Schritt weiter. Es gibt einen weiteren Indikator, den möchte ich hier nicht zeigen. Sonst braucht ihr ja gar nicht auf mein Seminar zu kommen. Der zeigt euch an, dass die Banken hier oben drin liegen und die Limit Orders hier drücken. Und was sehen wir? Das war die erste Linie, die ich beim Vorbereiten des Chartes eingezeichnet habe. Da hätte es sofort Short gehen können. Oder die zweite Linie, falls wir, und das ist immer noch nicht ausgeschlossen, die Stops, die jetzt hier drüber liegen, nochmal abgreifen. Um das sauberer und bessere zu lesen, gehst du auf den 5-Minuten-Chart, aber auch hier bitte ich das einfach zu entschuldigen, mache ich heute nicht. Ist aber ein Short, obwohl ich ja fundamental long sein will. Kann ich aber heute nicht, weil Freitag ist Non-Farm Payroll, also gar kein Trade. Und wenn ich den Trade jetzt mir ansehen würde und es ist Dienstag zum Beispiel, dann sage ich, Mist, meine Kollegen bei der Bank liegen hier oben drin und sind Verkäufer, kann ich im Moment nicht machen. Wenn ich Fortgeschrittenen bin und wirklich gut traden kann, dann gehe ich auf den Short bis runter zum Point of Control. Da schaue ich, ob ich Long einsteigen kann und dann gehe ich in die Richtung des fundamentalen Trades Long. Okay, alles klar. 20 Minuten, tut mir super leid. Ich wollte es für die Neuen ein bisschen ausführlicher machen heute. Für die Pros, ich wünsche euch alle ein super schönes Wochenende. Ich freue mich auf Freitag. Übrigens kamen einige Seminaranmeldungen rein. Ich muss erstmal checken, ob noch Plätze frei sind. Glaube aber, 2 oder 3 haben wir noch, wer also möchte. Jetzt lacht ihr und sagt, ah, der Verkäufer Jay.
Ja, aber ich kann damit ein Leben verändern. Wenn du bei mir lernst, innerhalb von einem Jahr oder länger erfolgreich zu traden, hast du eine andere finanzielle Zukunft vor dir. Also, überlegt euch, wenn ihr Lust habt, das ganze Wochenende euch Videos reinzutun. werde ich übrigens auch machen, mir von den Kollegen ein paar anzusehen. Ich wünsche euch ein herrliches Wochenende. Und wer möchte, kommt aufs Seminar. Ich freue mich auf euch. Ende April geht's weiter. Macht's gut. Bis Montag. Bye, bye.